Talk mit. Mein Name ist Jan de Wolf und es freut mich riesig, dass wir heute mit zwei Brüdern reden dürfen, die für eine gemeinnützige Organisation arbeiten. Wasser für Wasser. Das sind Brüder Morris und Lior Etter. Ja, warum das? Es ist manchmal gar nicht so einfach zu sagen, warum das dann spezifisch Wasser für Wasser geworden ist. Was einfach ist zu sagen, ist, dass es für uns in einer gewissen Lebensphase notwendig geworden ist, dass wir uns können für etwas einsetzen können, wo wir dahinterstehen können. Uns hat die soziale Ungleichheit auf dem Planet fest beschäftigt. Und Wasser für Wasser ist ein Versuch, mit einem kleinen, uns möglichen Schritt einen kleinen Beitrag zu leisten, für die soziale Ungleichheit auszugleichen. Das, was du ansprichst, Lior, Morris, wird das traurige Zustand sein, was euer Bruder Basil verstorben ist. Ist aus dem heraus der Aspekt gekommen, und sagen, hey, Moment mal, das soll nicht sein, wir müssen irgendwo etwas haben, das uns wieder Halt vielleicht auch gibt? Ganz fest sogar. Nachdem unser Bruder 2011 gestorben ist, sind wir nicht in einem Stillstand gewesen. Wir haben nicht in einem Stillstand verharren, sondern wir wollten aus dem heraus, was wir gelernt haben, durch diese schwierige Erfahrung, etwas entwickeln, etwas in unsere Gesellschaft hineinbringen, das nicht nur uns selber etwas bringt, sondern eben auch anderen Menschen, wo es weniger gut geht auf dem Planeten. Und anhand von dem Beispiel Wasser haben wir wollen einen sozialen Ausgleich in unseren Konsumalltag integrieren. Der Basil hat unter anderem mal gesagt, wenn ich etwas unglücklich mache, dann lass es sein. Ist das jetzt vielleicht fast wie ein Leitmotiv für euch geworden? Also ich würde es gerne ergänzen, was Morris sagt. Ich denke, das, was Wasser für Wasser ist, hat ganz viel mit dem Geist von Basil zu tun. Ich habe vor ein paar Tagen eine Frau getroffen, die ich nie mehr gesehen habe seit der Kindheit und die Geschichte kennt und die sagt, hey, es ist eigentlich wahnsinnig schön, dass er etwas so Positives dann können, aus dem heraus entwickeln konnte. Ich denke, das sagt in allererster Linie viel über die Person, die gegangen ist. Ist das irgendwo, aber ist, logischerweise wird der Bruder immer präsent sein, aber ist das irgendwo auch ein Auftrag für euch? Selbstverständlich. Er hat uns viel Mut und Kraft mitgegeben und hat auch immer wieder viel von uns verlangt, auch in der Zeit, in der es nicht gut gegangen ist. Und ich glaube, er hat auch von uns verlangt, dass wenn er dann mal nicht mehr da ist, dass wir weitergehen und uns für etwas Gutes einsetzen. Ja. Er ist an Krebs verstorben. Ein Jahr, also nachdem du, Lior, die grosse Fußballerkarriere an den Nagel gehängt hast. Ich nehme an, das hängt sehr eng miteinander zusammen. Ja, das hat definitiv eine grosse Korrelation. Der Basil war schon länger krank vorher. Es war eine längere Zeit von Krankheit und Leiden, die uns alle in der Familie geprägt hat und die natürlich auch die Entscheidungen beeinflusst hat. Das ist mal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir drei Brüder sind schon lange mit Fußball verbunden gewesen, haben das alle kennt, das Game. Und es war auch nicht das erste Mal, als ich dann aufgehört habe, dass ich mir die Frage gestellt habe. Sondern dort ist es einfach an die Öffentlichkeit gekommen, weil ich halt Fußballprofi geworden bin, wie das eigentlich wahrscheinlich jeder von uns drei in anderen Umständen irgendwie vielleicht arbeiten können. Und bei allen wäre die ähnliche Frage gekommen. Ich denke, das ist ein Fest mit unserer Geschichte, mit unserer Haltung und mit unserer Erziehung. Es ist 6 Jahre her. Hat der Fußball wirklich nie mehr irgendwo eingeholt? Ich muss sagen, der Ball an sich... Das ist eine ganz passende Frage. Sehr aktuell. Ja, sehr aktuell. Also, das Fußballspiel an sich, das vermisse ich manchmal sehr. Ja. Also, auch so das Feeling vor dem Game und auch die Spannung, die man in der Woche aufbaut und dann auf dem Moment, das hat man schon bei keiner anderen Tätigkeit in einem ähnlichen Ausmaß. Ich meine, ich habe jetzt das erste Mal letztes Wochenende oder letzten Freitag ein Amateurmatch bestritten in der Amateurliga, also in der dritten Liga. Ja. Und es war lustig, ich war wirklich mit einem breiten Grinsen vom Platz gelaufen und auch wieder ab dem Platz. Ja. Geil war wieder mal irgendwie und alle schreien sich an und irgendwie so. Und die Projektionsfläche, Fußballplatz, die fehlt manchmal. Aber das Ganze, was ich auch hinter mir lassen durfte, ich sage jetzt mal, Fußball als Business, als Geschäft, das vermisse ich in keiner Art und Weise. Ich glaube, was wir jetzt hier können zusammen aufbauen können, mit den Leuten, die uns auch seit Jahren uns unterstützen, mit dem Team, das wir jetzt haben, das ist geil und das möchte ich nicht tauschen. Ich kann mir vorstellen, was jetzt also eine andere Ausgangslage und eine andere Berufung ist. Und trotzdem noch schnell kurz zurück auf den FC Luzern. Du bekommst einen Profivertrag über. Du grosser Bruder, Morris, hast du mir dazu mal ein bisschen auch helfen müssen? Weil ich nehme mal an,
Viele haben ja mit Unverständnis reagiert. Das gibt es ja gar nicht. Es kommt einer, endlich schafft es wieder mal einer. Du kommst aus der Dynastie ja mit dem Malen Stocker, der heute in Berlin shootet. Und auf einmal sagt er, nein, wir lassen es so sein. Wo wir ja nicht gewusst haben in der Öffentlichkeit, was im Hintergrund familiär so tragische Umstände rum sind. Hast du als Bruder dort müssen auch irgendwo ein Schutzschild sein? Ein Schutzschild gegen aussen in dem Sinn, das hat es schon gegeben. Es hat auch aus einem engeren Umkreis Freunde von uns gegeben, die das gar nicht verstanden haben, die das daneben gefunden haben, sogar verantwortungslos. Weil wenn man ja doch die Möglichkeit hat, die Chancen von Tausenden von Jungs, die das auch wollen, das zu machen, und wir lassen nachher was ein, die haben es nicht verstanden. Es ist aber auch bei uns in der Familie ist das schon lange ein Thema gewesen, eigentlich schon zum Zeitpunkt der Unterschrift von dem Vertrag. Hätte Leo nicht gewusst, ob das unter den Umständen, wie sich das damals entwickelt hat, wirklich sein Leben kann werden kann. Aber was wir jetzt mittlerweile erleben, oder für Leo vor allem, sind eigentlich auch gute Reaktionen, weil vielleicht mehr von dieser Geschichte bekannt worden ist. Verständnis oder sogar Respekt, Unterstützung. Denke ich auch. Respekt. Schon, weil wir leben. Es ist nicht selbstverständlich, dass man als junger Mensch so einen Entscheid fällt, den eben nicht alle verstehen können. Also, was ich dort noch gerne ergänze, ist, ich möchte dir noch etwas von Basel erzählen, wo ich dann aufgehört habe, hat er mir auch irgendwann gesagt, hey, du musst gar nicht so viel erzählen, weil du hast eigentlich nur mal herausgefunden, was du nicht willst. Ja. Du weißt noch überhaupt nicht, was du willst. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt wissen, was wir wollen, aber wir haben schon etwas können ausdrücken von dem, was vielleicht uns alle prägt als Brüder, als Geschwister, die, wie wir die Welt sehen und was wir für eine Rolle für uns selber drin wollen. Ich wollte auch nie gegen Fußball reden oder gegen andere Spieler. Ich habe auch nie negativ gegenüber irgendjemandem geredet, weil ich es auch nicht so empfinde. Der Rolf Ringer war damals mein Trainer. Das ist ein guter Typ. Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Rolf. Und auch jetzt nicht. Ja. Sondern es war eine ganz persönliche Entscheidung, die ich gemerkt habe als junger Mensch. Ich glaube, meine Persönlichkeit, die Entwicklung ist irgendwo durch ihn vor und ich wünsche mir etwas anderes. Ja. Meine Brüder haben mir geholfen. Und das Projekt, das wir zusammen gefunden haben, ist entstanden aus einer Weltreise. Nach dem Tod von euren Brüdern sind wir auf Weltreise. Wie sind ihr das angegangen? Also wir sind eben wirklich schon auf dieser Reise angegangen. Wir haben zum Beispiel in Indonesien und dann auch Indien anstelle von Touristenplätzen von Wasserprojekten besuchen, weil es uns einfach interessiert hat. Wir sind immer wieder auf dieser Reise mit dieser grossen Herausforderung, mit dieser Thematik konfrontiert worden und wollten sehen, was gemacht wird, was andere Organisationen in diesem Bereich machen. Und das hat uns schon mal erste Eindrücke gegeben. Es hat, so ein bisschen unsere Vorstellung, es hat sich eine Vorstellung davon gebildet, wie das bei uns könnte aussehen könnte. Kaum sind wir zurück in der Schweiz, haben wir unsere ersten Kontakte sozusagen angegangen. Wir haben Experten versuchen aus dieser Branche, die uns bei diesem Aufbau unterstützen können. Wir haben auch kurz darauf bereits dann eben auch erste Gastronomen anzusuchen, die bereit sind, Leitungswasser auszuschenken in Karaffen von uns. Es ist eigentlich ein Schritt nach dem anderen gekommen. Es war wie ein Puzzle, das sich zusammensetzen konnte. Wir haben auf alle Fälle sicher am Anfang noch nicht gewusst, wie das könnte aussehen oder wie es jetzt aussieht. Das hat sich so organisch entwickelt. Wie muss ich jetzt aber das vorstellen? Also, wir wissen, es steht für Wasser. Wir weiss, dass 2 Franken glaub, für einen halben Liter und 3 Franken für einen Liter zahlt der Gastronom an eure Institution, wenn er Hahnenwasser verkauft. Aber wie läuft das sonst ab? Also, wie selektioniert man zum Beispiel? Also, wie geht man das an? Also jetzt ganz konkret, also man muss vielleicht sagen, wir haben wirklich 2 unterschiedliche Organisationsteile mit drin. Wir haben einerseits unsere Projekte in der Schweiz und unsere Projekte in Sambia. Für das machen wir das Geld, das wir ansammeln, geht auf Sambia. Genau. Und in der Schweiz haben wir dort auch wieder eigentlich 2 Hauptprojekte mit drin, nämlich einerseits unsere Tätigkeit in der Gastronomie und unsere Tätigkeit mit jenen anderen Unternehmen, wo wir sagen, WF im Büro. Und wir machen das jetzt, das WF im Büro zum Beispiel, machen wir auch schon seit 2 Jahren. Die Leute kennen es, aber nehmen es auch noch nicht so wahr. Ja. Darum fange ich kurz mit dem an. Dort geht es darum, dass das Büro, also einfach Unternehmen, auf Flaschenwasser, auf Markenwasser verzichtet, ihren Räumlichkeiten durch den Tag, im täglichen Konsum, eigentlich auf Leitungswasser setzen, aus unseren Karaffen trinken und dann pro Mitarbeiter einen gewissen Beitrag, einen Pauschalbeitrag zahlen. Das ist eigentlich so. Leiter Sportförderung übrigens, Markus Keiler, hat das etwas. Also im Kanton Luzern, dort habe ich letztes Mal die Karaffen angetroffen. Ja, genau. Also es ist langsam, auch verschiedene Dienststellen im Kanton. Es sind mittlerweile ganz unterschiedliche Unternehmen von
von kleineren Grafikern, Architekturbüros bis jetzt auch zum ersten Staatssekretariat in Bern, Finanzinstitut, die auf das aufmerksam werden langsam und sich dafür einsetzen. Also dort geht es uns in erster Linie um die Förderung des Leitungswasserkonsums, weil wir auch sagen, wir haben eine der besten Qualitäten von Leitungswasser weltweit. Das ist vielen Leuten, obwohl wir es jeden Tag einfach haben, nicht so bewusst. Mhm. Und dort wollen wir ein Zeichen setzen, wir wollen aber auch wirklich, dass eine reale Veränderung passiert. Und das ist der Unterschied zu dem, was in der Gastronomie passiert. Es ist nicht an einen Verkaufsprozess gekoppelt wie in der Gastronomie, sondern wirklich einfach als Leitungswasser trinken am Arbeitsplatz Besitzungen. Vielleicht darum zurück zu der Gastronomie, das ist der zweite Teil, der eigentlich das Größte ist immer noch. Und in der Gastro ist es so, unser klassisches Modell, das wir hatten, ist, dass wir auf Gastronomen zu sind, die ein Restaurant haben. Dort wird mit der Karaffe Leitungswasser verkauft, für einen bestimmten Preis. Es ist so, dass der ganze Preis wird abzüglich der Mehrwertsteuer, die beim Gastronom bleibt, wird weitergereicht an Wasser für Wasser. Und wir geben wiederum 100% von allen Einnahmen aus der Gastronomie weiter in unsere Projekte. Ich habe natürlich den gewiften Schweizer und Unternehmer, sagt ich, aber wie finanziert ihr euch denn? Dort haben wir Gönner, Sponsoren und eben das WFM-Büro-Konzept, wo ein Unternehmen kann sagen kann, ich möchte, dass auch andere Unternehmen leitungswasserfrei funktionieren können. Und ich unterstütze euch dabei, dass ihr weiter könnt akquirieren und weitere Unternehmen finden. Da merkt man, Projektmanagement-Kurs besucht hast auch am Fußball. Der hat alle gegriffen. Und der Bruder studiert hat, weil er nicht um was es geht. Spannend ist ja, 95% der Schweizer trinken Hahnwasser daheim. 95% der Schweizer trinken aber im Restaurant Markenwasser. Genau. Und jetzt fragen sie natürlich, obwohl ihr es sehr viel gut macht, haben denn die Marken, die Wasser, Leitungswasser anbieten, euch nicht so gerne? Weil irgendwo spielen ihr ja denen ein bisschen ins Geschäft rein, spielen, oder? Das sind wir schon ein paar Mal gefragt worden. Ist naheliegend, ganz klar. Ich glaube, wir sind einfach mal zu klein, für dass die das kümmern. Vielleicht in 5 Jahren sieht das anders aus. Wir sagen natürlich, hoffen wir es. Die ganze Konsumwelt, jetzt auch gerade in Bezug auf das Wasser, verändert sich sowieso. Wir haben auch schon neue Ideen, die wir jetzt am entwickeln sind. Das wird dann vielleicht auch einige Produzenten mehr kümmern. Also das heisst, uns geht es in der Gastronomie eigentlich längerfristig darum, dass ein Gastronom ohne Flaschenwasser arbeiten kann. Da gibt es wunderbare Lösungen mittlerweile, weil wir einfach das Gefühl haben, in der Schweiz braucht es eigentlich kein Flaschenwasser. Das heisst überhaupt nicht, dass wir jetzt hier auf Barrikaden gehen und sagen, raus mit Flaschenwasser, sondern wir versuchen Lösungen zu bieten. Genauso wie Markenwasser versuchen Lösungen zu bieten, die man vielleicht eben aus unserer Sicht gar nicht unbedingt braucht, möchten wir dort ökologisch verträglich umgehen mit Wasser. Wenn ihr aber so eine Firma würde sagen, wir zahlen die 2 Franken dran, würde es für euch stimmen? Oder gleich nicht? Beim Flaschenwasser? Ja. Das haben wir bis jetzt immer abgelehnt. Wenn es zu so Ideen gekommen ist, sind wir relativ strikt, weil wir sagen, wirklich, es geht auch darum, zu sagen, hey, die Wasserversorgung, die wir hier in der Schweiz haben, die ist einmalig, die gilt es zu würdigen und die gilt es zu nutzen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass wir hier Leitungswasser rauslassen können. Das hat auch mit einem grossen Aufwand zu tun. Das ist eine grosse Firma, die in Luzern, die DWL, die täglich daran arbeitet, dass wir das Wasser so konsumieren können. Und auch viele Steuergelder werden verwendet. Also wir vergessen, 1/7 der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, das ist ja schon noch erschreckend. Mhm. Aber heisst natürlich auch, was so Projekte wie euch braucht. Ich wäre froh, vielleicht, wenn wir jetzt je eine Karte ziehen und mir sagen, was euch da so durch den Kopf geht. Bei Morris haben wir dick und doof. Was geht dir da spontan dazu? Also verschiedene Sachen. Zum Beispiel das erste Mal, als ich einen Film gesehen habe von Ihnen, das war in Luzern bei einer Familienfreundin von uns, wo wir 3 Brüder eingeladen waren. Wir hatten damals keinen Fernseher bei uns daheim und darum war das immer ein riesen Highlight. Und wir haben das extrem witzig gefunden. Ich glaube, wir haben fast brüllt vor Lachen. Jetzt auf uns oder übertreibt. Ich weiss jetzt nicht, wer bei uns jetzt der Dick oder der Doof wäre. Wahrscheinlich. Ja, aber beide manchmal sind ein bisschen dickköpfig und beide manchmal ein bisschen doof. In dem sind jetzt schon auch verbindet. Was? Leo hat TNT, Timo und Struppi. Hast du da noch Affinitäten? Ja, ich finde es schade, dass jetzt nicht der Asterix drauf ist. Zu dem hat noch lieber, oder? Zu dem hat die grosse Affinität, ist eigentlich, der hat mir die Welt erklärt. ich finde, auch Tim und Struppi haben mich auch interessiert. Es gibt eine brisante Lektüre von Tim und Struppi, Team im Kongo, wo ich sage jetzt mal, der gelebte Rassismus in den 30er Jahren wunderbar zeigt. Von dort her kommt mir jetzt eher in Sinn, wie Rassismus in den 30er Jahren gegenüber schwarzen Bevölkerung eigentlich salonfähig war.
Also ist vielleicht auch ein guter Übergang. Wir sind in einer anderen Zeit heute. Wir haben die Chance, mit Wasser für Wasser in ganz andere Gesellschaftsbereiche hineinzukommen. Und eben den sozialen Austausch und auch den sozialen Ausgleich, der zwischen den Ländern funktioniert, die weit weg sind, eigentlich zu promoten. Immer so ein wunderschönes Haus wie zum Beispiel auch Schweizerhof. Auch wenn man hier ins Restaurant geht, kann man Leitungswasser trinken und in Sambia Wasser zum Fließen bringen. Das wäre wahrscheinlich in 30 Jahren noch nicht möglich. Warum ist es eigentlich Sambia geworden? Weil es gibt ja genug andere Länder in Afrika, die die gleichen Sorgen haben. Ja, das ist richtig. Wir können x Länder, ich war jetzt gerade in Südosteuropa am Wochenende, wir können sogar dort ähnliche Projekte machen, weil es auch soziale Engpässe gibt oder Notstände. Auf Sambia sind wir gekommen, wie am Anfang schon angesprochen, eigentlich über eine Expertengruppe, die wir ganz am Anfang aufgebaut haben, die halt direkte Kontakte in das Land bestanden sind zu anderen bereits tätigen Organisationen. Und über das Netzwerk haben wir dann können die Art und Weise von Projekten, die uns interessiert hat, aufbauen, nämlich eben Berufsausbildung und direkten Wasserzugang über die Förderung vom Wasserversorger in der Stadt. Wodurch setzt man gar mit Wasser für Wasser? Was haben wir für Visionen? Ich glaube, eine Vision in der Schweiz ist wirklich, wir möchten eine deutschschweizweite etablierte Organisation sein. Wenn man jetzt in Basel, Bern, Zürich, Luzern in ein Restaurant geht, irgendwo soll Wasser für Wasser ein Name sein. Weil es uns eben interessiert, in die Breite zu gehen von der Ebene der Sensibilisierung. Wir finden es spannend, dass wir mit dieser Thematik in ganz unterschiedliche Bereiche hineinkommen. Und eben in so Häusern, wenn wir jetzt hier drin stehen, aber auch in der Schür, wenn man dort mal ein bisschen zu viel getrunken hat und man möchte gerne ein Glas Wasser, dann kann man jetzt Antikaterwasser von Wasser für Wasser trinken. Und das ist interessant. Ich glaube, das bleibt weiter in Vision, in möglichst unterschiedliche Gesellschaftsschichten hineinzukommen in der Schweiz. Gleichzeitig in Sambia, wenn wir eine Veränderung mitprägen können, die findet sowieso statt, die kann in ganz verschiedene Richtungen gehen, das geht auch schnell. Wir haben dort eine Verantwortung, dass das Geld, das wir dort abgeben, dass das so umgesetzt wird, wie das vorgesehen ist und dass sich wirklich auch eine Veränderung entwickelt oder zeigt, wo wir dahinterstehen können. Es ist schon jetzt schön zu sehen, dass erste Sanitäre, die wir ausgebildet haben, mittlerweile eigenständig arbeiten können, dass die Selbstvertrauen aufgebaut haben und vor allem eben auch ein Einkommen haben, wo sie ganze Familie damit helfen können. Und dort haben wir eine Involvierung, die sich positiv auf so eine Gesellschaft auswirkt. Also wie haben wir sie ausgebildet, damit sie den Wasserstellen bauen können? Das genau. Ist sicher eine der Kernaufgaben. Und nicht zuletzt Young Caritas Award 2012 haben wir bekommen. Wir haben den Förderpreis bekommen für Menschenrechte. Also dem haben wir gemerkt, dass aus Luzern ein unglaublich gutes und wichtiges Projekt kommt. Ich wünsche euch toi toi toi, Lior und Moritz Etter. Danke für den Besuch. Alles Gute für Wasser. Für Wasser. Und neben dem Wasser, ein bisschen Schocke kann nicht schaden. Da kann man es abspülen. Auf jeden Fall wirklich danke und alles Gute für euer Projekt. Ich bin und bleibe der Andi Wolf. Danke mal fürs Zuschauen da bei Talk mit. Uns kann man auch liken auf Facebook und folgen auf YouTube. Ich würde uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie dazu noch einen Wasserschluck nehmen. Das funktioniert. Oder ein Schluck Wasser, weil grammatikalisch schöner war. Gute Zeit!